Danke, boah, das ist super. Das ist Wahnsinn. Dankeschön, es ist, oh, Mann. Elli, ich bin so froh, es geht ja allen so, dass in diesen unübersichtlichen Zeiten wenigstens auf eines Verlass ist, da wo ich herkomme, meine Bayern, die Voralpendödel in der Staatskanzlei, die CSU vorneweg, Horst Seehofer, das, im Augenblick geht's ja, ne? Also Sie haben ihn anscheinend ganz gut eingestellt, es muss aber ständig nachjustiert werden, weil eine Zeit lang hat er ja völlig freigedreht wegen der Flüchtlinge. Erst wollte er Notwehrmaßnahmen, dann eine Verfassungsklage gegen die eigene Regierung. Am besten war aber sein Ultimatum. Bis am Sonntag muss die Kanzlerin das mit der Flüchtlingsfrage geregelt haben. Sonst, und da waren alle entsetzt, sonst, hast du es gehört? Er hat sonst gesagt. Sonst, um Gottes Willen, was sonst? Sonst. Entsetzen, Panik. Und dann kam die ultimative Drohung von Horst, sonst Seehofer. Er hatte tatsächlich in Erwägung gezogen, seine drei CSU-Minister aus der Regierung abzuziehen. Ich habe neulich beim Auftritt in Bayern mal gefragt, nennen Sie die drei Minister der CSU mit Vor- und Nachnamen und den zuständigen Ressorts. Dalli. Da war Ratlosigkeit angesagt. Okay, den Dobrindt, den kannten ein paar. Alexander Dobrindt, unser Mautminister, also Minister ohne Aufgabenbereich. Dann Gerd Müller, Entwicklungshilfe. Ja, gut, okay, nicht ganz so schlimm wie sein Vorgänger. Dirk Niebel, aber da gehört auch nicht viel dazu. Und dann Christian Schmidt, der Mann für Forsten und Ernährung, der sich seit letzter Woche schützend vor jede Fleischtheke stellt. Niemand muss Angst in Deutschland vor einer Bratwurst haben. Da hat sich der Seehofer genauer angeguckt und hat gesagt, das stimmt. Diese drei Spitzenkräfte wollte er abziehen. Hey, da hat die Nation aber mal die Luft angehalten. Schnappatmung. Jetzt ist er zufrieden, der Seehofer. Die Transitzonen heißen Registrierungszentren, damit die SPD zufrieden ist. Dafür gibt es eine verschärfte Residenzpflicht. Alles ganz warmherzig. Es steht bei uns jedem völlig frei, sich zu bewegen. Also sich zurückzubewegen in sein Heimatland oder auch sonst wohin. Heißt übersetzt dorthin, wo der Pfeffer wächst. So spricht ein aufrechter Christ, der sich bei der Privataudienz vom Papst gern mal die Hostie auf die gespaltene Zunge legen lässt. Ansonsten haben wir irgendwas? Haben wir Pläne? Hä? Ich meine, sonst haben. Ansonsten haben wir irgendwas? Haben wir Pläne? Haben wir Ideen? Haben wir Konzepte? Nö, ne? Am besten die ganze Welt zu einem sicheren Herkunftsland erklären und dann verstärkt global abschieben. Und natürlich Schleppern und Schleusern das Handwerk legen. Da habe ich mir auch gedacht, ey CSU, ihr seid doch sonst so bibelfest. Wer war der erste Schleuser der Weltgeschichte? Moses hat auch noch das Meer geteilt. Den hätte der Seehofer sofort in Vorbeugehaft gesteckt. Jetzt hat sich die CSU auch noch mit de Maizière verbrüdert, der seit Wochen versucht, die CSU rechts zu überholen. Jetzt sind sie gemeinsam mit dem Schäuble als Geisterfahrer unterwegs. Kein Familiennachzug für Syrer. Heißt, man kann das gar nicht oft genug wiederholen. Herr Becker, Frauen und Kinder müssen sich jetzt wieder den Schleppern und Schleusern anvertrauen, denen es doch eigentlich das Handwerk zu legen gilt. Rauf auf die Seelenverkäufer, ab aufs Meer. Gut, es schaffen dann nicht alle, aber da sagt der Bayer, mei, ein bisschen Schwund ist immer. Egal, unsere barmherzigen Christen betreiben jetzt das, was sie neulich im Bundestag noch abgelehnt hatten. Geschäftsmäßige Sterbehilfe. Und
Und dann immer dieses Angstschüren. Ja, wir sind alle überfordert. Wir schaffen das alles nicht mehr. Ey, CSU, Union. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir 10 Millionen Flüchtlinge. Gut, damals hatten alle nichts. Da hat man gern geteilt. Heute haben viele sehr viel, da rückt man als Wagenburg zusammen. Aber die Vertriebenen damals, die haben wir doch auch. Ich meine, selbst eine Erika Steinbach. Gut, integriert wäre jetzt zu euphemistisch, aber zumindest ertragen haben wir sie, die Schnalle. Ne? 1989 fiel die Mauer. Da haben wir 16 Millionen Menschen, heute würde man sagen Wirtschaftsflüchtlinge. Die kamen auch aus einem völlig anderen Kulturkreis. Es war überhaupt kein Problem. Okay, die haben ihr eigenes Land mitgebracht damals. Das war von Vorteil. Dann In den 90ern haben wir 2,5 Millionen Russlanddeutsche, gut, die waren sofort wahlberechtigt und haben brav ihr Kreuz bei der Union gemacht. Aber diese Angst, was durch Einwanderung bei uns entstehen könnte, hey, ohne Einwanderung würden wir heute noch als Neandertaler im Düsseldorfer Becken kauern und seltsame Laute von uns geben. Wobei in manchen Alpentälern... Mal ehrlich, wir wären doch heute noch neandertalmäßig unterwegs, wäre damals nicht der Homo sapiens, ein früher Klimaflüchtling, ins Düsseldorfer Becken eingewandert, um dem Neandertaler Sprache und aufrechten Gang beizubringen. Hat dann ein paar hundert Jahre gedauert, tausende, Millionen, aber dann haben wir es gelernt, das mit dem aufrechten Gang. Wobei, wenn du heute durch die Fußgängerzone läufst, siehst die Menschen mit ihren Smartphones. Man könnte fast meinen, wir entwickeln uns wieder zurück.